Hallo meine lieben Zuschauer und weiter geht es. Wir werden jetzt hier mal eine Nebenquest annehmen, wenn ich jetzt mal den Questgeber finde. Ah, da vorne ist er ja. Oder sie. Ich sah dich beim Philaki-Tai von Karanis. Bist du ein Beschützer? Das bin ich. Stimmt irgendwas nicht? Bitte, wir brauchen Hilfe. Gestern wurde mein Gatte Zeuge von etwas Beängstigendem. Soldaten zerrten einen Mann unter den Tempel. Dann hörte er Schreie. Wir leiden schon Hunger, weil es kein Korn gibt. Jetzt habe ich auch noch Angst, dass sie meinen Mann mitnehmen. Wir können keinen mehr trauen. Nicht mal den Philaki-Tai. Ich rede mit deinem Mann. Wo kann ich ihn finden? Er ist Steinmetz in der Nähe des Tempels. Bitte sei vorsichtig. Die Soldaten dürfen euch nicht sehen. Und selbst wenn sie mich sehen und Stress machen, hau ich sie platt und dann ist gut. Herrgott. Da gibt's gar kein Gezittere und kein Rumgedippere. Platthauen. Fertig. Okay, aber jetzt... warte mal. Vielleicht habe ich genug Geld, um ein bisschen Ressourcen zu kaufen. Sei gegrüßt, sei gegrüßt. Verkauft. Alles klar. Gut. Naja. Okay. Okay, okay, okay. So, dann nochmal rüber zum Schmied. Der Mann, der mit Eisen arbeitet. Auffüllen habe ich alles voll. Kaufen. Gut, davon habe ich noch genug. Die brauche ich nicht. Oder? Oder? Ah, 166. Ja, okay, gut. Okay, gut, aber das reicht ja immer noch. Hier 30. Da brauche ich gar nichts für. Ja, ich brauche nur Holz hierfür und habe ja noch genug. Und die anderen Materialien sind alle ein bisschen mau. Nun gut. Okay, so, wo ist jetzt Ihr Mann? Da hinten. Er sagt, oder sie sagt, seine Frau sagt, die Polizei darf uns nicht sehen. Okay, gut, dann... Gut, dann schieß mal los. Steinmetz, deine Frau hat mich aufgesucht. Shh, wie bist du hier hochgekommen? Bei Amun, diese Frau gibt keine Ruhe. Ich sagte ihr, was können wir tun? Uns normal verhalten. Ja, genau, ganz normal. Beruhige dich. Du hast gesehen, wie Soldaten jemanden unter den Tempel gezerrt haben? Ja, nein, doch. Also gut, es stimmt. Es war nicht das erste Mal, aber gestern war es anders. Es gab Schreie, die Götter geweckt hätten. So viele Schreie. Nun bitte, lass mich allein, bevor uns jemand sieht. Verhalte dich ganz normal. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt... Da mal unten hin. Einige Menschen können nicht pfeifen. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ach, jetzt kommt er an. Ich blitze dich auf! Hier schlag ich dich tot! Oh, es kommt doch einer an! Du bist wie ein Helot, nur... Reiß dir die Eingeweide aus!
Da bist du ja. Okay, der hätte mich. Das muss der Ort sein, den der Steinmetz meinte. Die hätten mich gerade beinahe geplättet, die Typen. Erster wird hier geplündert, wie immer. Hier wird alles mitgenommen, was durch Niet und Nagelfest ist. Zurück zu den Hauptmann. Die neuen Gesetze für den verbesserten Schutz der griechischen Höfe werden vermutlich für Unruhe unter den Ägyptern sorgen. Und deshalb und aufgrund der neuen Gesetze haben wir zusätzliche Patrouillen um und auf griechischen Höfen angeordnet. Die Wachsamkeit in anderen Gebieten darf dafür nicht vernachlässigt werden, auch wenn deshalb Doppelschichten erforderlich sind. Jedem Widerstand muss prompt und hart begegnet werden. Ich erlaube nicht, dass Proteste oder Aufstände die Stabilität in Karanes beeinträchtigen. Der Nomarch. Okay, gut. Bei Amun. Was ist hier geschehen? Nachricht vom Metzger. Deine Bezahlung befindet sich am üblichen Ort unter dem badenden Subek. Das Krokodil darf nicht enttäuscht werden. Nimm dem Bauern seinen Arm ab. Sag ihm, der Nächste, der sich weigert, verliert seinen Kopf, der Metzger. Jemand, der sich Metzger nennt, erpresst die Bauern. Ich muss ihn finden. Ich folge der Spur seiner Beute. Ein badender Sobek. Ein Bad geht nicht ohne Wasser. Also ein Sobek im Wasser. Hey, ein Sobek im Wasser. Okay, gut. Okay, dann gehen wir erstmal hier raus. Dann holen wir mal unseren Gaul. Überall, wo ich hinkomme, richtig ein Blutbad an. Naja. Ne? Ah ja, ein Blutbad an Weihnachten. Das ist doch schon mal was Schönes. Kleines Massaker hier, kleines Massaker da. Das erhöht die Vorfreude aufs Fest. Och, was wollt ihr denn jetzt schon wieder von mir? Wer seid ihr? Was, warum, wieso, weshalb? Was habe ich getan? Och man, Leute, lass mich doch in Ruhe, Eierköppe. Ich hab keine Ahnung. In der Nähe gibt es eine Sobek-Ruine. Da könnte die Beute des. Oh. Okay. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein. Okay, Moment, Moment. Erstmal gucken, ob sie noch mehr Wachen rumrennen. Okay, hier sind noch ein paar Schätze, die ich plündern kann. Ja, ich. Okay, das ist ein Krokodil. Das ist uninteressant im Moment. Es sei denn, dass wir mir die Eier abbeißen, aber. Glaube ich nicht. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ich schieße erst und stelle dann keine Fragen mehr.
So, warte mal. Gut. Einer weniger. Okay, warte mal. Der Typ, der hier Patrouille läuft, kommt der zufällig hier rüber? Nö, kommt er nicht. Gut. Was? Ach, warum hat er mich gesehen? Ob es hier sicher ist. Nicht, solange ich in der Nähe bin. Er hat es so gewollt. Wo kämen wir hin, wenn diese Ägypter jetzt frech werden? Beeilung! Diese Lieferung muss morgen im Dromos sein. Ich habe noch nie einem Mann den Arm abgeschlagen. Hast du gesehen, wie sauber der Schnitt war? Direkt durch den Knochen. Das nenne ich Talent. Götter, wie der geschrien hat. Kein Bauer wird jetzt noch den Mumm haben, sich zu widersetzen. Wer den Metzger kennt, würde das auch nie in Betracht ziehen. Er soll froh sein, dass es nicht sein Kopf war. Nicht viele hatten das Glück zu überleben. Wir sollten nicht darüber reden. Wenn er davon erfährt, kriegen wir Ärger. Gut. Ah, jetzt rennt der da drüben hin. Ich habe doch extra hier versucht, hier hinzukommen, um ihn hier Platz zu machen. Und jetzt, er kommt schon wieder zurück. Wunderbar. Ach, hier ist noch einer. Ich sag doch, ich übersehe immer einen. Egal wie gut ich das meine, das Gebiet abgesucht zu haben, ich übersehe immer einen. Mindestens einen. Der Tod aus dem Wasser. Okay, den nennen wir auch erledigt. Okay, gut, eigentlich können wir jetzt mal hier. Eine Statue im See. Das ist der badende Sobek aus dem Brief des Metzgers. Okay, dann plündern wir mal den Schatz hier. Okay, warte mal. Sie hat eine Gravur von Zognopayu auf der Brust. Das liegt westlich von hier. Die Münzen sind in Säcken, in denen sonst Korn gelagert wird. Kommen Sie aus einem Lagerhaus? Muss ich jetzt hin, da muss ich jetzt hin. So, aber trotzdem habe ich Lust jetzt noch mal, warte mal, 2 von 3 Schätzen. Warte mal, wo? Okay. Ist das denn? Wer greift mich denn da jetzt an? So, warte mal. Wo waren jetzt irgendwie die Schätze?
hier schon ein paar tote Krokodile rum. Sehe ich das richtig? Wunderbar. So, aber irgendwie habe ich diesen einen Schatz da jetzt immer noch nicht gefunden. Ah ja, jetzt. Aber nichtsdestotrotz will ich die drei da jetzt auch mal platt machen. Da ich jetzt Bock drauf. Bringt Punkte. Wer hat mich denn da jetzt eben gerade gesehen? Hey, was? Das war's. Still! Oh. Ah, wo ist er? Wo ist er? Hallo, bist du? Ach da. Den treffe ich. So, wo ist der andere jetzt? Alter. So. Ich glaube, die haben es begriffen. Eins frage ich mich jetzt. Ich habe die ganze Zeit jetzt... Was passiert, wenn man hier so ein Ding zerschießt? Gar nichts. Geht nur kaputt. Okay, dann wollen wir mal gucken, wo, wie, wo, was. Ist das jetzt hier eine Ortschaft? Ja, gut. Hätte ich eigentlich auch für Schnellreise machen können, ne? Na, egal. Eine Menge Wachen für ein einfaches Lagerhaus. Hier schlag ich sie tot! Ja, echt? Das muss der Ort sein. Ich muss vorbei, wenn ich antworten will. Ja, aber eins frage ich mich jetzt mal ganz kurz. Das muss ich jetzt mal ganz kurz hier mal kurz gucken. Warte mal. Nahkampfangriff einbringen, bevor der Gegner sich erholt. Aber, warte mal. Ja, diese schnelle Kombo hier. Hochlassungskombo. Nach einem Hochlassungsangriff kannst du eine Kombo von leichten Angriffen folgen lassen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die auslöst.
wie er das macht, ob das automatisch passiert. Oder so, keine Ahnung. Der Metzger ist in der Nähe. Was verstecken diese Halunken? Schlachten wir den Metzger. Sie haben ihm auf Befehl des Metzgers den Arm abgeschlagen. Dann sind wir wohl nur noch Verbrecher. Keine Soldaten. Sprich etwas leiser. Scheiße. Dafür bin ich wirklich nicht der Armee beigetreten. Ich bring dir aber dein Essen auf den Tisch. Finde dich damit ab. Wenn der Metzger sagt, spring, dann spring. So ist das eben. Und jetzt sei still, bevor uns jemand hört. Zu spät. Hier verstecken sie das ganze Korn, das sie direkt von den Tischen der Familien im Fayum stehlen. Diese gierigen Drecksäcke. Ich sollte mich umsehen. Ach, egal, kommen wir, Leute. Hey! Hey. Helfen Sie mal hier drüben! Dafür lasse ich dich leiden! Gut. Die Arschlöcher haben bekommen, was sie verdienten. Noch mehr Korn. Die Armen verhungern, während die Reichen ihre Lager füllen. Das muss aufhören. Ich sollte mich weiter umsehen. Ist irgendwie die aktuelle Politik in Deutschland, ne? Die anderen stopfen sich die Taschen und der Deutsche soll immer weiter den Gürtel enger schnallen. Eine Liste mit den Zahlungen für das Korn. Der Metzger zahlt den Bauern nicht mal genug, um zu überleben. Ich muss herausfinden, wo er sich aufhält. Okay, dringende Nachricht vom Metzger. Bewahre das Korn wie üblich auf. Die Lieferung geht nächste Woche raus. Also sorge dafür, dass alles bereit ist. Bring die letzte Stückliste hoch zu meinem Arbeitszimmer in der Villa, wo ich unaufhörlich daran arbeite, deine Fehler zu beheben. Mach noch weitere Fehler, dann ist dein Kopf fällig. Ah, das ist es. Der Metzger ist in einem Haus in der Nähe. Höchste Zeit, mich mit diesem Metzger zu unterhalten. Okay, gut. Gut, dann verschwinden wir jetzt wieder. Ich beende jetzt hier auch die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das Schicksal wieder dabei. Bye, bye.